Hallihallo, hier ist der Guzor wieder. Ich bin jetzt kurz im Extreme 50 vs. 50. Der Diesiax hat mich eingeladen, weil er mir was zeigen wollte. Jo, so sieht's aus. Vielleicht habt ihr das letzte Video von Guzor gesehen, und zwar habe ich da ja gesagt, dass ich jetzt so ein bisschen anders mit den dunklen Zaubern angreife und überhaupt gar nicht mehr mit den normalen Elixierzaubern. Ich weiß, ich gehe halt einfach mal in den Clan-Krieg, dann können wir es uns ja einfach mal anschauen. Ich sehe hier gerade mal, ihr werdet gerade schmorgockelt. Kleinen Moment, ihr seht einen Live-Angriff. Und guck mal hier, oh, schön Hexe in der CB. So, ja, da bin ich jetzt mal interessiert dran. Oh, der King. Oh, guck mal, kriegt der King ins Maul. Alter Verwalter. Sheesh. King directly in the face. Alter, der wird sich richtig geärgert haben, oder nicht? Ja, ich denke schon, vor allem. Zumal der jetzt schon im Rage ist. So, guck mal hier, dann geht der gegen den anderen King. Ich meine, klar, der ist im Rage. Aber... Ja, gut. Oh, shit. Aber das hat ihm schon ziemlich zugesetzt. Vor allem hat er halt jetzt einfach nicht mehr den Rage vom König. Ja. Schauen wir mal. Guck mal, er hat die Magier auch schon vor den Packers. Ja, gut, die wird sich jetzt ein bisschen verteilen. Der Jumpspell ist gut gesetzt, muss man einfach doch sagen. Doch, der Jump ist gut. Guck mal, aber jetzt kommen hier die Teslas. Und da sind die Packers dann schon so... Sind die Packers sogar schon down? Hier nee, ist, glaube ich, noch einer, oder? Doch, da. Okay. Ah, jetzt geht Townhall down. Die Königin lenkt jetzt noch mal kurz ab. Ja, gut. Rathaus geht down. Rathaus ist down. 50 müssten es, doch, müssten es werden. Na gut, war doch kein so starker Fail, wie wir erst erwartet haben. Die 20er Königin ist halt schon ziemlich, ziemlich stark. Ja gut, 50% sind safe, schade. Du, aber sag mal, was du willst, wenn wir gerade sehen... dass der Gegner, also der Horshi Hanfon, hat ja angegriffen. Und dann muss ich sagen, wenn der eine 20er Queen hatte, obwohl es ist 26 gegen 26. Ja. Es ist einfach so, die Gegner haben extrem starke Helden. Ist mir bis jetzt auch erst ganz ehrlich, weil guck mal, wenn wir uns jetzt mal It's Royal angucken, einfach nur mal so, dann würdest du jetzt sagen, zu dieser Base... ich habe jetzt gar nicht weiter reingeguckt, aber ganz genau, wenn ich die Base sehen würde, würde ich sagen, das ist keine 20er Queen, die da drin ist. Richtig? Nee, und genau. Dann sieht man auch, okay, eine 10er Queen. Ich hätte jetzt so gedacht, so 12, 13 hätte ich jetzt die Queen geschätzt. So, und jetzt gucken wir mal Gegner. Nur mal jetzt ganz kurz, also ich will jetzt nicht hier so, wer weiß wie, ausschweifend werden, aber so ein bisschen was, obwohl, in CW gucke ich ja sonst eh nie rein, aber ist vielleicht auch mal ganz interessant. Guck mal, wenn du die Base siehst, sagst du nicht, okay, guck mal, was ist denn das für ein Fail? Was ist das bitte für ein Fail? 15, erzähl, 19. Stopp, er hat gerade mit einer 20er Queen angegriffen. Und er hat sie auf, dann muss es so sein, dass er sie im Upgrade hat. Im CW auf Level 20 gegangen ist. Es muss so sein. Kranker Shit, Junge. Komm. Ja, genau. Yeah. A big fail. Also kommt. Leute, das ist schon mal ziemlich geiler Scheiß. Aber du hast schon vollkommen recht. Also er muss in der Zeit hochgegangen sein. Anders geht's ja nicht. Ja, ansonsten also würde ich sagen, ist das der Mega-Glitch. Gestemmt, damit er sie hat oder so. Seltsam. Aber es ist komisch, weil eigentlich... ist es ja so. Besuch doch einfach mal seine Mainbase, seine ganz normale Basis. Richtig. Ist einfach ganz und zwar, kleinen Moment, da muss ich mir mal aber den Dings angucken. Richtig, Spieler Clan. Und dann müsste ich ihn ja jetzt sehen auf 26. Nee, also der hat sich mittlerweile geändert. Er ist, wie heißt er? Hanchingmon? Der hier müsste es sein. Besuchen? Hoffentlich ist er das. Ja, das ist er. So, und da ist er auf 20. Ja, also. Ja, okay, ja, okay. Okay, gut. Das heißt also, nur jetzt mal. Jetzt für mich natürlich auch so, wenn er im CW geupt wurde, also klar, Dev geht ja, stimmt, weil Dev ist ja mittlerweile auch upgraden, aber warte mal, der muss gejammt haben oder die ist gerade fertig geworden. Ja, genau, weil der Krieg schon sonst am Start war. Richtig, genau. Sonst hätte er mit der Queen nämlich nicht angreifen können. Sonst hätte er nur mit der Queen verteidigen können. So sieht's aus. Okay, weil ich dachte jetzt auch, wie? Du bist ja dann schon ein bisschen platt, oder? Ja, hat mich eben auch total verwirrt. Ich so, what the fuck? Aber wie gesagt, passt irgendwie nicht dazu.
Muss ich echt sagen. Also zu der Base passen die Helden nicht. Nee, irgendwie nicht. Na gut, aber gut, ich würde einfach sagen, genau, wir gucken uns genau, jetzt mal meinen Angriff. Richtig, genau. Platz 5 war das von den Feinden. Ich gucke einfach in die Kriegsereignisse. Ah ja, gut. Dein runter. Angriff, nee, hier ist er doch schon. Nee, weiter runter. Das achso, war das war so ein Fail. Ja, da hatte ich keine Clan-Book-Truppen und es war am Handy an der Bushaltestelle. Oh, das ist so, ganz so ehrlich, krass. Was sagt ihr dazu? Ihr jetzt in die Kommentare rein spammen. Was sagt ihr dazu? Ich sage nämlich immer wieder, Angriffe, die einfach mal so nebenbei gemacht werden, die können so in den Arsch gehen, ja? Und man denkt sich, warum? Warum habe ich nicht noch gewartet, bis ich ein bisschen irgendwie mehr Zeit schon, hatte, ja, oder? Es ging mir einfach darum, ich habe gesehen, es steht hier 77-26, der Clan geht noch eine Stunde und dann dachte ich mir, hey, komm, snack ich mir noch schnell den Loot am Handy, bevor er zu Ende ist oder so. Diese Jagd da. Dieser hier. Ja. Und dann dachte ich mir halt einfach, greife ich noch schnell an. Ja. Von wo bist du? Nur, dass ich weiß, wo. Von unten, okay. Du siehst schon, da werden erstmal. Okay, da müssen wir jetzt kurz mal gucken. Wie viel hast du da jetzt gedroppt? 3 bis jetzt. Okay. Ich habe 8 immer dabei. Und du willst mir jetzt gerade nicht sagen, dass diese gesamten Mauern da krass down gehen? Schau es dir einfach mal an, ich droppe gleich noch einen. Ich habe halt extra 8 immer dabei. Übler Schei. Warte mal, kleinen Moment. Warte mal. Das ist ja. Ich meine, klar, ein Sprungzauber hätte jetzt theoretisch dasselbe gemacht. Aber das möchte ich mir jetzt mal echt geben, weil wenn man dann hier noch hat, dann ist die gesamte Base offen. Ja, genau. Das ist deshalb sage ich ja, das sind die Erdbebenzauber bis jetzt meiner Meinung nach die OP-sten 9 Spells. What the fuck? Und du hast da jetzt momentan 4 gedroppt insgesamt, richtig? Ja, auf Level 1 muss man sich vor allen Dingen überlegen. Wenn man die auf Max hat, ist nochmal was anderes. Alter, wir reden hier von fucking 10er Mauern, weißt du das? Ja. Das waren fucking 10er Mauern. Ich finde, die Spells sind einfach richtig krass. Alter Verwalter. So, und jetzt bin ich direkt am Rathaus dran. Und deshalb habe ich jetzt halt einfach 5 Golems dabei. Die tanken halt jetzt alles. Ich bin gerade immer noch leicht geplättet, muss ich sagen. Ja, also ich hab den, als ich den nämlich getestet habe, ne, habe ich den Erdbebenzauber in einem Video getestet und habe versucht, eine Luftabwehr dabei damit zu zerstören. Hatte 3 dabei. Und da waren erstmal instant alle Mauern weg. Nee, nicht alle, aber die waren alle so low und ich denke mir so, lol, ist ja krass. Und da siehst du jetzt, kommen die 2 Poison-Spells für die Clanburg-Truppen, 1 Speed-Spell. Ja, das war's. Die ganzen Clanburg-Truppen werden weggebrutzelt, ganz entspannt, König, Kratos ist down. Ich bin komplett in der Mitte. Und meine Helden sind relativ low. Die sind sehr low, Junge. Hashtag low. Das ist für Town Hall 10 ist das low. Ja, und trotzdem gehe ich da ganz entspannt rein. Also Alter Verwalter, du hast den gerade so offiziell gebumst. Ja, also ist, wenn man sich den Angriff vorher ein bisschen den Gegner anschaut und nicht gerade an der Bushaltestelle schnell angreift, ist es eigentlich fast immer ein safe 2-Sterne-Angriff. Alter, weil ich dachte mir gerade, wenn ich das Upgrade mache, den Earthquake will ich gar nicht, ich will direkt auf den Haste. So, aber wenn ich das gerade sehe. Ich krieg grad Angst um meine Mauern, echt, weil ich meine, ich bin ja, ganz ehrlich, ich bin ja nur so ein kleiner Fetischist, so, ja, 10er Mauern direkt ins Gesicht und so, aber wenn ich das gerade sehe und ich meine, das war in einem CW, das war in einem Fuking CW, wo der auch noch fette, aber wie du sagst, Clan-Truppen, echt, Poison Spell und Clan-Truppen sind weg, also das ist echt übel, das ändert alles. Wir können uns ja einfach schnell noch den zweiten Angriff angucken, den ich halt an der Bushaltestelle gemacht habe, ohne Clanburg-Truppen. Sieht man aber, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche einen schlechten Angriff von mir sehen, sondern einfach nochmal hier, andere Base, ganz klar, ne? Und du siehst schon, ich hätte da nur 4 gebraucht, hätte ich mir das vorher ein bisschen besser überlegt. Und du siehst also schon, okay, also in dem Bereich, klar. Du, ja, wie du sagst, ja. In dem Bereich halt, und dann ist ja schon alles offen. Dann ist ja komplett offen. Drin. Und jetzt theoretisch, nur jetzt mal gesponnen, sag ich mal.
Nee, obwohl, ja, ist halt Town Hall 10. Sonst hätte ich nämlich gesagt, hey, nimmst du eine Queen, nimmst du ein paar Heiler und das Ding ist gegessen. Nee, aber klar, das wäre natürlich hier in dem Bereich ein bisschen fail. Aber wir schauen mal. Ja, okay, das war fail. Ja, okay, das war jetzt fail. Ich habe mir den Gegner halt einfach nicht davor angeguckt. Ja. Ich hätte da jetzt eher zwei Ragen mitnehmen sollen. Ja, ja klar, logisch. Und dann hier, in dem Fall sogar hier sogar geraged. Und dann die Golems schön im Rage drinne und läuft. Und was mir halt auch nicht aufgefallen ist, muss ich dazu sagen, dass der Single Infernus hat. Die Single Infernus haben mir in gewisser Weise komplett die Raid kaputt gemacht. Einfach weil ich halt nicht drauf geachtet habe. Ja, je nachdem, was dann anvisiert wird. Was ist es? Der King, wa? Der King ist, ja, ja. Mhm, guck dir das an, Digga. Hast du das gerade gesehen? Der King war. Wenn der loslegt. Brutzel, Brutzel, Extreme Power. Hier, guck mal. Was da geht. Und jetzt, das ist so krass. Also, sorry, wenn ich die Sprache so megamäßig gerade abgeht, aber ich bin gerade echt ein bisschen geflasht. Ja, aber ja, hätte ich halt am Handy lieber ein bisschen gewartet, noch mal ein bisschen meine Strategie geändert, wären es auch entspannte 2 Sterne geworden. Hat halt dann leider nicht so wirklich halt so geklappt, wie ich es mir erwünscht habe. Aber ja, immerhin. 1 Stern passt, wir gewinnen eh. Ja, 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 okay, dann passte das. Ja, genau, dann passte das halt. Alter Verwalter. Also das ist ja wirklich, boah, das ist ja fast ein bisschen viel insgesamt. Also, wenn man sich das überlegt, guck mal, klar, man hatte einen Jumpspell, konnte man auch machen, aber dann hast du einfach alles offen. Ich muss einfach sagen, mit dem Jumpspell, erstens, der Jumpspell ist meiner Meinung nach so ein bisschen unberechenbar. Ja, ich weiß, was du meinst, weil die Mauern sind ja auch trotzdem noch da. Wenn die Mauern weg sind, dann sind die Mauern einfach mal weg. Genau. Und jetzt kommt garantiert so auf meiner Facebook-Seite dann kommt ein Bild von mir, wo ich es gerade sage und dann steht dann da drunter, wenn die Mauern weg sind, dann sind die Mauern einfach mal weg. Weißt du, kennst du diese Bilder? Ich finde das auch total geil bei Instagram dann mittlerweile. Hat dann auch einer, wo ich ein bisschen komisch geguckt habe, so gescreenshottet und dann halt eben was dazu geschrieben, fand ich auch mega geil. Stehe ich voll drauf. Da bin ich richtig geflasht. Richtig übel. Ja, also ich muss einfach sagen, diese Erdbebenzauber haben mich im ersten Moment nämlich auch nicht so geflasht bei den Sneak Peeks, weil da eben nicht wirklich was von den Mauern gezeigt wird. Ja, richtig, richtig. Hast du vollkommen recht. Weil du denkst dir, ja, okay, du kannst jetzt ein Gebäude da so ein bisschen da, aber am Rathaus passiert ja auch nicht viel. Okay. Aber okay, dann würde ich mal sagen, Daumen hoch für den Erdbebenzauber. Und für die Seax, nein, Spaß. Na, für die Seax machen wir mal ein Abo und dann passt das auch. Nee, aber, also wenn euch das gefallen hat, also wie gesagt, das macht ein ganz anderes Bild, sage ich mal, auf den Erdbebenzauber. Mhm. Oh, also krass. Ich weiß nicht, ich hatte nämlich vorhin das Video gesehen. Weil, guck mal, wenn du jetzt sagst, wie du es jetzt gerade gesagt hattest hier, 4 Spells auf den Minenwerfer, dann ist freie Bahn. Oh nein, ich kriege gerade Angst. Alter, ich kriege gerade Angst. Guck mal, die Sache ist wirklich die. 4 Erdbebenzauber hier rauf und dann von hier aus, vorher ein bisschen geklärt, von hier aus Golem-Party auf mein Dunkles. Ist alles weg, aber keiner benutzt. Also, bis jetzt bin ich der Einzige, der diese Strategie benutzt. Ohne Spaß. Ich habe keinen einzigen anderen YouTuber, auch nicht im englischen Bereich, gesehen, der diese Strategie bis jetzt gemacht hat. Also, ich bin. Also, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren müssen. Ganz klare der Sache. Erste, der das gemacht das hat. Ist ja dann echt krasse Nummer. Vielen Dank für den Tipp. Wie ihr sagt, also an euch alle, probiert's aus. Können wir nur sagen, läuft auf jeden Fall. Besonders, wenn es im CW läuft, läuft es im normalen Bereich ja noch besser. Sind wir ehrlich. Ist einfach so, ja. CW ist immer so eine epische Sache. Man hat CB-Truppen, die richtig fett sind und so weiter und so fort. Also das ist echt eine Nummer. Ja, damit, also, ja, erzähl. Ja, nur kurze Sache. Als ich das dann nämlich das erste Mal auch gezeigt habe, habe ich eine komplett maxed Out Town Hall 10 angegriffen. Ja. Kanon, alles. Und der hat halt keine Klarenburg-Truppen, waren easy 2 Sterne. Also, ich nur noch mal, um das jetzt zu unterlegen mit dem Clankrieg. Ist ja, dann ja, ja.
Ich nehme hier, das gerade mal. Oh, er haut jetzt noch Casual rein, ja? Oh. Casual. As usual. Im Normalen halt ganz gut. So, der Gusor protectet jetzt erstmal. Ja, genau. Hey, hör auf, Alter. Ich kriege gerade ein bisschen Angst, Junge. Nee, also ich meine, ich muss da einfach noch mal ein bisschen was hin. Hier habe ich 3 Mauern. Da muss ich mir noch was ausdenken. Also, da lasse ich lieber einen Bogiturm unsafe stehen. Vollkommen egal, glaub mir das. Vollkommen egal. Als wenn ich da dann hier nur 2 Mauern habe. Ich kriege gerade richtig Plug, Alter. Richtig. Aber das wird noch gemacht. Das seht ihr dann in einem anderen Video. Mal schauen. Wir sind erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr haut rein. Ciao, ciao. Bis dahin.